Königsberg in Bayern, genauer gesagt in Unterfranken. Ein schönes Fleckchen mit reichlich Fachwerkhäusern im Stadtkern und einer Burgruine auf dem Schlossberg, von der aus sich ein herrlicher Rundumblick eröffnet. Zeit für Land und Leute blieb den Spielern von Eintracht Trier in den zurückliegenden 4 Tagen jedoch nicht, obwohl sie dort zwischen Coburg und Schweinfurt ein Trainingslager absolviert haben. Ihr täglicher Weg führte sie vom nahegelegenen Hotel zur Sportanlage des TV Königsberg, die der SVE für seine Übungseinheiten nutzen konnte. Bei teilweise schwülem Wetter wurde es auf dem Rasen schnell schweißtreibend, zumal die Einheiten auch knackig durchgetaktet waren. Auf dem Programm stand intensives Training zur Vorbereitung auf die am 1. Augustwochenende startende Regionalliga-Saison. Sprint- und Krafttraining, Passspiel, Handlungsschnelligkeit, taktische Kniffe beim Umschaltspiel sowie das Verhalten bei Standards und Flanken waren nur einige Themen, die angegangen wurden. Gut, dass in einer Wassertonne die Getränke schön gekühlt werden konnten. Eintracht-Trainer Josef Sina zog nach dem Kurztrip ein positives Fazit. Ja, wir konnten die Zeit auf jeden Fall gut nutzen, um nochmal auf dem Trainingsplatz gut zu arbeiten und an Dingen zu trainieren, für die wir in Trier nicht so viel Zeit haben. Ich glaube, die Jungs haben das super angenommen und haben sehr konzentriert gearbeitet. Und ich denke, insgesamt ist es dann eine gute Geschichte gewesen. Gleichzeitig sollte aber auch der Spaß nicht zu kurz kommen, um den Teamgeist weiter zu stärken. Sei es bei einem Mannschaftsabend oder beim Fußballtennis, bei dem auch das Trainerteam sein Können unter Beweis zu stellen hatte, was mehr schlecht als recht gelang. Ja, mit meinen beiden Trainerkollegen muss ich noch ein bisschen trainieren, ja. Nach 4 Tagen hieß es Abschied nehmen. Der Eintracht bleiben jetzt noch 2 Wochen Training zu Hause, um bestmöglich gerüstet ins erste Saisonheimspiel am Samstag, 6. August, gegen den FC Astoria Waldorf gehen zu können.